hast was vergessen. Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Ah, die macht auch den Trick. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Was machst du in Wien? Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Aber warum wen? Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und M hier unterscheiden sich in allem. Der Imperator. Außer einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Wir sind bei Star Wars angelangt. Zurück zum Thema. Zu einem anderen Thema. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Jemand, der sich mit der Hexe vor Ort gestritten hat. Keine Ahnung, wie sucht Naziri eigentlich, oder? Ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen sollte. Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer hat dich das gefragt? Was hat er sonst noch gesagt? Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe?
Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Ja, siehst du, da weißt du, dass sie da gewesen ist. Hey. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Ich kann nicht sofort aufbrechen. Dann treffen wir uns dort. Ich warte am Eingang zur Höhle auf dich, nördlich von Mittelhain. Okay. Ist mir doch zu ein bisschen schnell. Was ist das denn hier? Aha, was? Harnphase. Haben wir denn da oben noch was gehabt? Warte mal. Muss ich mal abklappern. Schön, ne? Mit den Büchern. Mental, dann gucke ich mir noch das Buch da an. Ja, was für eine Quest machen wir denn jetzt? Warte mal. Stufe 6 ist das. Das kann man eins machen, ne? Fehlschlag. Hammer 2. Ah, komm, lass uns doch mal da hingehen. Was soll's? Explosion. Okay. Ah, wo ist denn jetzt, wie er fährt? Plötzlich meine ich. Hinterm Haus, klar, auf einmal kommt er da. Ich gehe halt dahin. Hallo? Fangen wir an, die Hauptquest mal. Lang
langsamer. Anscheinend ist da eine Brücke. Das würde mich nicht dahin führen. Ja. So in etwa. Bäh! Alter. Das fette Vieh, Alter. Irgend so eine Spinne. Ich glaube, eine Spinne. Die fette Spinne. Was denn? Alter! Mein Kopf ist manchmal so behindert. Wir sind gleich da. So, plötzlich muss ich jetzt verlassen. Das ist die. Ich will mal da hoch. Da hoch. Aha. Guck mal einen an. Wie viel wiegen wir? 57, 90, okay. Dann gucken wir mal, ob wir da jetzt reinkommen. Was für endlich? Können wir los? Ich würde diesen geheimnisvollen Elfen gern kennenlernen. Bin gespannt, ob ihr zwei euch verstehen werdet. Ich will ja nicht mit ihm ins Bett. Ich will ihn nur zu Ciri befragen. Oh Mann. Na los! Ah, wir haben ja Kaira bei unserer Seite, ne? Vella Glan! Was? Ach, Licht, okay. Cool. Oh, ah ne, das ist ja da. Ah. Nice. Warte. Jawohl. Ach, die gleiche Hose wieder. Man glaubt sich für die gleiche Hose. Speicher. Ich meine, ich habe jetzt keinen Schiss gegen ihn. Ne? Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Hm. Was? Ach du Scheiße. Fertig. Folge mir. Zu schnell wie möglich. Was? Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayla jetzt ist. Alter! Hör mal auf! Aua!
Nein! Hä? Was? Das sah so komisch aus. Ja, dann mach halt. Hä? Hey, wir sind in das Portal reingegangen. Sie ist dann weg. Bla, bla. Vom Kotzen. Die Jägerhose ist scheiße. Okay, egal. Kann ich dich einen anlocken? Wohin? So. Komm raus, ich hab keinen Bock auf dich. Hey. Wie soll ich gegen den kämpfen? Keine Ahnung. Speichern wir vorher. Dann muss ich es wohl oder ich will jetzt. Mit der Armbrust, scheiße. Hier ist nochmal. Nein. Ah, das war's. Okay. Ah. Wie viele Rezepte gibt es denn bitte? Alles komm. Jetzt kann ich wieder mit Tastatursteuerung. Schon wieder so eine Höhle, ne? Hey, wo geht's denn da hinten hin? Wenn's hier hoch geht. Ah, warte. Nee. Mach die Scheiße weg. Nein.
Wo ist er, Kollege? Was? Was ist das denn? Nebel. Neblinge. Okay. Komisch. Boy. Wo sind wir denn jetzt? Ich dachte, da oben ging's weiter. Achso. Ah ne, hier. Das ist echt nicht schlecht, dieses Druckwelle. Komm doch. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Was machst du für eine Scheiße? Genau. Komm doch, Otto! Manchmal fallen die um, ne? Aber nur manchmal. Was? Ah. Schau ich mal hier ein bisschen um. Jetzt habe ich keinen. Tun wir das dann mal. Tun wir das mal auf die 11 und das da auf das. Ich weiß nicht, wie man die bratet. Speichern. Was war das? Hey? Achso. Oh, das war ein... Oh. Das wäre so ein Nebling, ne? Achso, Wasserball. Ah, scheiße. Sieht hässlich. Alter. Ist ja wie bei Mario Kart. Mann! Wow! Die
lebt ja noch. Ah, die lebt ja noch. Ich denke, was ist jetzt? So. Wir noch hier alles haben. Schwefel. Das ist nix, ne? Nee. Was? Geiger? Hier lang. Geht's hier auch? Nee. Doch, das ist eine Kiste. Große Quenglyphe, cool. Ja, von da kamen wir, oder? Nee. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Hier lang. Alter! Was? Geralt! Boah, schreck mich nicht so, ey. Achso. Lila, Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirk Forsten, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Süß. Mach sie weg! Ah, widerlich! Monsternest. Die Verzeihung. Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Kacke. Kacke, genau. Was für ein Zeichen. Okay. Danke. Hast du solche Angst vor Ratten? Stufe 5. Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Jen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Der Hundeblick. Vella Glan. Aber ich muss erstmal wissen, wo wir sind. Weil wir haben... Warum muss ich hier, glaube ich? Ja. Ah, oh, wir sind scheiß lieb. War ich nicht auch schon hier?
Alter. Was jetzt? Kackneebling. Bitte was? So, die Pilze. Ah, das ist heil geworden wahrscheinlich. Das ist... Oh. Vielleicht finden wir ja hier nur was Schönes. Ah. Der Obst. Der Obst. Das ist der Obst, du. Ich hoffe, wir finden ihn gleich noch. Pilze. Ah, wir sind jetzt wieder hier. Ach so, jetzt ist... Ah, hier ist auch noch was zu anzünden. Zum... Egal, zum nicht anzünden. Das Hirsche hier. Hey. Monsterrohr. Brutal. Nein, den da. Hey, warum gibt's kein Fleisch? Oh. Es gibt einfach nur Rehhaut, egal. Ich folge der alten jetzt. Die ist gar nicht so alt. Wie sie bestimmt ist. So, ich folge dir. Hat die einfach Angst vor Ratten? Ich meine, das ist ja auch... Was ist das für ein Geräusch?